Die heutigen Medienberichte entlarven die gespielte Empörung der SPD über die Zusammenarbeit des amerikanischen NSA mit dem Bundesnachrichtendienst als pure Heuchelei und als durchsichtiges Wahlkampfmanöver. Heute ist eindeutig klar, die Rechtsgrundlage für diese Zusammenarbeit bei der Auslandsaufklärung wurde gelegt im April 2002. Der Kanzler hieß damals Gerhard Schröder, die Regierung war rot-grün und zuständig war Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier. Es stellt sich die Frage, warum hat Herr Steinmeier nicht seinen Kandidaten Steinbrück, den Parteivorsitzenden Gabriel, die Generalsekretärin Andrea Nahles darüber informiert, wo doch gestern noch mit Krokodilstränen von der SPD nach der Rechtsgrundlage für diese Zusammenarbeit gefragt wurde. Oder hat Steinmeier bewusst in Kauf genommen, dass in verantwortungsloser Weise von der SPD mit den Sorgen und Ängsten der Menschen gespielt wurde? Wir erwarten, dass die SPD umgehend aufklärt, wer wusste wann was über diese Verantwortlichkeiten, wer hat was verschwiegen. Auch in Wahlkampfzeiten muss die Wahrheit gelten. Vor allen Dingen muss die SPD die Frage beantworten, ob sie tatsächlich die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste bei der Auslandsaufklärung beenden will. Sie würde damit die deutschen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan schutzlos stellen. Das ist unverantwortlich. Wir stehen zur notwendigen Zusammenarbeit der Geheimdienste im Interesse der Sicherheit unseres Landes. Dass dabei in Deutschland deutsches Recht gilt, ist selbstverständlich.